Im Rahmen der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen folgt nun auf Radio Lora das Radioballett «Frauen stärken mit Selbstverteidigung». Das Radioballett ist eine Strassenaktion, um in erster Linie die Leute auf uns aufmerksam zu machen mit unserem Anliegen für Gewalt gegen Frauen. Im Palas gibt es Selbstverteidigungskurs und versucht so möglichst viele Leute zu erreichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Radioballett «Frauen stärken mit Selbstverteidigung» beginnt. Die erste Aussage ist, Gewalt gibt es nur in bestimmten sozialen Schichten und sogenannten Problemfamilien. Das stimmt nicht. Zeige das den Passanten, indem du jetzt deinen Arm ausstreckst und mit dem Zeigefinger in der Luft hin und her schwenkst. Mach mit beiden Händen eine abwinkende, abwertende Bewegung. Tipp dir mit deinem Zeigefinger an die Stirn. Sag mit einem vehementen Kopfschütteln Nein dazu. Nein, wir gehören niemandem. Drück deine Kehle mit beiden Händen zu. Also, es ist sicher mal eine neue Erfahrung. Und ja, es war schon ein bisschen komisch, weil alle haben einem so völlig überrascht angeschaut und haben wirklich gewusst, was jetzt da richtig, also was da abgeht. Ja. Wie war es für dich? Also, ein paar haben eigentlich total abweisend reagiert, sind einfach weitergegangen. Aber, und ein paar haben es einfach lustig gefunden. Was hast du das Gefühl, hat das jetzt etwas gebracht, dass ihr mit diesen Leuten, wenn sie es lustig gefunden haben oder auch vielleicht nicht auf euch reagiert haben, das gleich etwas mitgenommen haben? Ja, ich glaube schon, dass sie etwas mitgenommen haben. Und wenn auch nur die Erinnerung, dass irgendwelche Leute auf sie zugekommen sind. Ich habe noch nie ein Radioballett mitgemacht und ich habe es sehr interessant gefunden, auch wie die Passanten reagiert haben. Wie haben sie reagiert? Ja, zum Teil verwundert und ein bisschen schockiert so zwischendurch, aber schon auch interessiert. Also vor allem mit den Zetteln haben sie immer wieder geschaut und dann habe ich auch so mitbekommen, dass Diskussionen entstanden sind. Das ist natürlich sehr positiv. Es sind wieder mehr Leute darauf aufmerksam geworden, dass man eben einen Selbstverteidigungskurs machen sollte oder sich einfach einmal mit dem Thema beschäftigen, weil eben Gewalt sehr oft in Beziehungen vorkommt. Auf subtiler Ebene, wo man so am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Oder? Hast du so einen Selbstverteidigungskurs gemacht? Wenn ja, was bringt das? Oder wie ist das für dich? Ja, ja, ich habe einen gemacht. Ich bin eine Selbstverteidigungstrainerin. Und, also mir hat es extrem viel gebracht. Ich habe so richtig Stress bekommen beim ersten Mal. Und ja, also ich war auch erstaunt, als ich ihn selber gemacht habe, wie viel das man noch machen kann, wo man das Gefühl hat, wo ausweglose Situationen sind. Dass man eben doch immer etwas machen kann. Und das Wichtigste ist einfach, man macht etwas. Weil verloren hat man dann, wenn man nichts macht. Manchmal reicht es aus, klar zu sagen, was man will. Manchmal jedoch ist zusätzlich körperliche Abwehr nötig, um Grenzen zu setzen. Wir führen nun gemeinsam den Schienbeinschlag zur Selbstverteidigung aus. Wenn die Musik beginnt, hole mit dem Fuß aus und schlage mit der Fußinnenseite mit voller Kraft gegen das Schienbein eines unsichtbaren Gegenübers. Was bringt das jetzt, wenn man die Übung da auf dem Platz macht? Es ist ein Anfang, es vielleicht lustig werden, weil es ist auch, rein, auch eine sportliche Betätigung. Selbstverteidigung soll eine Bereicherung vom Leben sein und zum Wohlfühlen beitragen.